Die Bauernhandwerker sind in vielen Alpengegenden eine Art von Nomaden. Sie nehmen ihr Werkzeug auf den Rücken und gehen auf Steher, das heißt auf Arbeit, aus. Sie bleiben so lange in dem Bauernhaus, wohin sie bestellt sind, bis sie die bestimmte Arbeit verfertigt haben. Dann wandern sie wieder zu einem anderen Hof. Ich habe im Lauf meiner 4 Schneiderjahre in 67 verschiedenen Häusern gearbeitet. Da erst eröffnete sich mir die Bauernwelt. Gib her mein Bündel. Wieso brauchst du denn das Schreibzeug auf der Stelle? Das geht dich nichts an. Du hättest nicht streiten am letzten Morgen. Komm, Mütterl, und trisch ein folgsam sein. Und merk gut auf, was der Meister dir sagt. Ja. Und nur nicht die Geduld verlieren. Denk immer dran. Ja. Und schön fleißig sein. Jesus, na, du hast ja noch gar nichts im Morgen. Ach Gott, pass doch auf. Wannerle, schnell geht's noch, der heißes Wasser. Ja, haben wir die Bescherung, das habe ich kommen sehen. Was gackert denn um den Buben herum wie die Klughainer? Ich muss los, ich komme zu spät. Ich zieh die alte Hosen an. Die alte Hosen kommt ja gar nicht in Frage. Die Kleidung eines Schneiders muss für die Kundschaft ein Vorbild sein. Okay. Das hat der Meister Natz eigens gesagt. Und das gilt auch für einen Lehrbuben auf seiner ersten Stehe. Verzeihung, Meister. Es hat Unglück gegeben mit meiner Hosen. So. Und überhaupt, wie du ausschaust, Bube, das möchte einen sauberen Eindruck machen beim Lebzeiter. So. Und jetzt komm, erklären kann ich dir nicht mehr viel. Machst halt einfach alles so, wie du es bei mir siehst. Ja. Bügeleisen und Elle tragt der Lehrbuer. Das kräftigt. Also, Hannel, komm, nimm's geschwind. Grüß Gott. Grüß Gott. Jesus, jetzt kommen's. Die ganze Zeit habe ich gewartet. Mein Vater hat auf Graz müssen. Jetzt komme ich nicht mehr weg aus der Bockstube. Na, müssen wir halt gleich da anmessen. Ja. Vom Hanan habe ich auch ein paar Sachen zurechtgelegt. Die Seilen müssen aber gelassen werden. Und oben herum wird es halt auch schon ein wenig zu knapp. Das Dirndl wächst und wächst. Ich seh's noch wie heute, wie es zur ersten Kommunion gegangen ist. Das Hannerl. Und jetzt wird's nicht mehr lang dauern, bis zum Heiraten. Na, das hat noch Zeit. Sag das nicht. So ein fisches Dirndl, das geht weg. Schneller. Wie man schauen kann, die Ärmel wieder mit einem Bindel. Ja, ist du am schönsten, ne? Ja. So. 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 Ja, was ist denn das? Seit wann nimmt denn der Lehrbuhr was? Ich soll alles so machen wie ihr. Habt's mir geschafft. Tja, aber doch nicht das. Nix für ungut, Lebzeiterin. Sei erste Steher. Jesus! Da? Dankeschön. Pfiat Gott, Marie. Pfiat Gott.
große. Kriegst du sonst noch was, Zenzel? Wollen die schon, aber du wirst es mir nicht geben. Alle, weil die gleichen Spaß. Also ist das alles? 50 Holzdübel krieg ich noch. Geh, Vater, sei so lieb. Der Zenzel kriegt noch 50 Holzdübel. Ja, ist gut. Und was kriegst du, Peter? Warte, ich muss dir noch was zeigen. Meine Schriften. Wie schauen denn die aus? Förmlich gerissen haben sie sich drum, Leute. Du musst unbedingt bald was Neues bringen. Die Kundschaft wartet drauf. Ja, ich werde mir Mühe geben. Es ist nur, ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Hast du schon angefangen in der Schneiderei? Ja, heute beim Lebzelter. Ah, beim Lebzelter. Du musst einen langen Zettel haben. Bei den vielen Litzen, Bandeln und Schleiferln, die das Handel braucht. Was ich gesagt hab. Geh, Vater, hilf mir. Pfiat Gott. Pfiat dich. Pfiat dich, Marie. Pfiat Gott, Zenzel. Pass nur auf, dass dir das Handel nicht den Kopf verdreht. Wieso? Das macht's mit alle und dann tut's unschuldig. Außerdem bist du viel zu jung für sie. So, ist das alles? Ja. Der Meister kommt am Abend und zahlt. Ist schon recht, bitte. Das ist umsonst, damit es nicht ganz aufs Dichten vergisst. Das gewiss nicht. Dankeschön, Marie. Endlich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und der nächste Weg von Graz auf? Na ja. So. Grüß dich Gott, Lebzeiter. Ah, sind die Schneider da noch gekommen? Ja. Das. Das ist mein neuer Lehrbuhr, der Rosäckerbeter vom Waldbauernhof. Aha. Der hat die Versel ausgelegt, beim Haselgruber. Nicht nur Versel, andere Schriften. Geh, Vater, könnt ihr nicht was für unsere Lebzeitherzl machen? Der Peter kann das ganz bestimmt. Na ja, versuchen könnt man's ja. Mach halt bei lustige Versel über die Leb und das Puzzeln. Jetzt halt einen Kreuzer verstickelt. Kannst du das? Freilich. Wird man meinen Lehrbuben nicht ablebt, Alter. Der soll kein Dichter werden, sondern ein Schneider. Ich schreibe nur einen Feierabend, Meister. Ein Kreuzer, das Stickel. Ist abgemacht? Abgemacht. Na ja, ist nicht ein wenig finster da herein? Ja. Okay, Hannerl, hol noch ein paar Kerzen. Ja, nix, Hannerl. Bring mir das Backel. Na, das dort, wo mein Hut drauf ist. Dankeschön. Ich mach meinen Platz, Schneider. So, das ist der Docht, der Zylinder. So. Geh, räum das weg, Mutter. So. Jetzt bleibt euch der Mund offen stehen. So, geh, Hannerl, bring mein Kind sparen, ja? Soll ich euch verraten, was das ist? Das ist das neue Licht aus Amerika. Das brennt Taghöhe, sag ich meine Tochter. So, schaut's nur alle her. So. 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 Ja. Was ist denn das jetzt? Aber das werden wir gleich haben. Ja, Licht, das mit Wasser brennen soll, das kann ja nichts sein. Ja, das ist ja kein Wasserschneider, das ist Petroleum. Das spritzt in Amerika aus der Erde raus. Ja, grunze dick noch einmal. Im Geschäft hat's doch richtig brennt. Vater, der hat die angeschmierte Lampenhändler in Graz. Ja! Uns Greifel verrückt. Schafft es mir in den Augen, das vermaledeite Ding. Ich will's nicht mehr sehen. Nein, nein, das Hannerl soll's rübertragen zum Haselgruber, das ist ein Tiftler. Vielleicht kommt der mit dem Zeugs da zurecht. Macht, was ihr wollt, sie wissen nicht mehr sehen, das amerikanische Licht. Ja, die ganz gescheiten heutzutage.
Wasserl fließt unter die Brücke. Es fließt immer vorwärts und fließt niemals zurück. Na, was mit Herz muss sein? Und mein Herz ist ein Schifferl, das schwimmt niemals zurück. Zurück. Nur was mit Herz. Nimm dieses Herz, du kleine Süße. Es ist so süß wie deine Küsse. Für wen sind die Liebesbrief? Für die Haselgrube Marie? Das sind überhaupt keine Liebesbrief, nicht. Aber die Haselgrube Marie gefällt dir. Gib's zu. Pass nur auf bei dir. Die schaut alle so tief in die Augen und nachher weiß sie von nichts. Außerdem ist sie viel zu alt für dich. Es sind die Sprüche für deinen Vater. Gib her. Wie lange soll ich denn noch warten auf dich, Peter? Da, pass gut auf drauf. Was hast du denn da wieder gemacht? Rechten Busen hast wartiert. Im linken hast leer gelassen. Ist doch kein einseitiges Weibsbild, das Hanna, ne? Also, Bruder, so geht das nicht. Du musst schon wissen, was du werden willst. Dichter oder Schneider? Schneider. Und was soll ich jetzt mit dem machen? Ja, auftrennen. Du bist ja ein ganz Auskochter. Da hast du 5 Kreuzer. Huchte das Annatz. Die Eigerl, die Leichten und ein Göschert, das Locht. Gelb ist mir nicht bes, wenn ich komm bei der Nacht. Und in der Weise geht's weiter. Wenn ich dich lieben konnt, alle Nacht 7 Stund, wollte ich den ganzen Tag Buße tun. Wenn er nur den Kreuzstich genauso gut kennt hat, wie das Dichten. Der Peter, der wird noch einmal ein Dichter. Das sag ich euch. Dann braucht er keinen Kreuzstich nimmer. Grüß Gott, Pfarrerin. Grüß dich, Peter. Wird gut. Wird gut. Grüß euch. Ach du, hast du auch wieder einmal anschauen? Ja, der Meister, der... Der Meister wird wohl weniger dran schuld sein, wie ein gewisses Dirndl. Was willst du? Ich sperr gleich zu. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich wollte dir noch ein paar Schriften und Versal vorbeibringen. Ja? Da. Nimm dieses Herz, du kleine Süße. Es ist so süß wie deine Küsse. Was Gescheites ist dir wohl nicht eingefallen. Aber das ist doch... Oder das. Wenn ich dich lieben kund, alle Nacht 7 Stunden, wollte ich den ganzen Tag Buße tun. Wenn es wenigstens reimen tät, das dumme Geschmier, aber nicht einmal das. Dem Lebzeiter hat's gefallen und dem Hanerl auch. Der Lebzeiter zahlt sogar ein kreuzertes Stück. Geh doch hin zu deinem Lebzeiter und zu deinem Hanerl, du Herzeldichter. Grüß euch. Das ist aber schön, Zenzel, dass du auch noch vorbeischaust. Zwei Groschen, bitte. Grüß dich Gott, Marie. Grüß dich Gott, Karla. Und sag einen schönen Gruß zur Hauswasnerin. Wo will ich ausrichten? Und du, Marie, auch einen Zopf? Ja. Nein, den da. Schöne Steckkim hast. Gibt's dir bei euch im Geschäft? Gefallen's dir? Wir haben's ganz neu reingekriegt. Darf ich's einmal probieren? Von mir aus. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Wie schau ihn aus? Hübsch. Okay, das sagst du nur so. 10 Kerzen kriege ich. Gleich Storbeirin. Der Rosäcker Peter hat Versel dicht für uns. Hat er's dir schon gesagt? Es sind die schönsten Versel, die wir jemals gehabt haben. Wer's mag? Mir gefällt's nicht. Früher hat er viel Gescheitere geschrieben. So, meinst? Ein Sünd ist es.
Früher hätte es das nicht gegeben, diese Unkeuschheiten. Aber heutzutage dürfen sie ihre Schweinereien ja öffentlich auf die Lebzötteln aufschmieren. So ausgeschampt sind die jungen Leute heutzutage. Dein Auger, das leucht, und dein Göscherl, das locht, gell, du bist mir nicht. Nein, ich kann's gar nicht lesen, die Unkeuschheiten. Gar keinen Anstand haben sie mehr, die jungen Leute. Der Peter hat viel Anstand. Das ist ein Künstler. Und seine Gedichte handeln nur von der reinen Lieb. Der Peter ist ein Dichter. Und wird nie was schreiben, was er Sünd ist. Könntest du den Herrn Pfarrer fragen? Das tue ich ja. Gleich geh um mich zum Herrn Pfarrer und sag ihm, welche Laster sich in unserer Gemeinde breit machen. Er wird schon aufräumen damit. Warte noch ein wenig. Das ist die neueste Lampe aus Amerika. Aber sie funktioniert nicht. Dein Vater möchte es einmal anschauen. Für die Gott, Hannerl. Für die Gott, Marie. Immer von unten her einstechen. Und ganz kleine Stich. Eine verdeckte Naht nennt man das. Die darf man gar nicht sehen. Hm? Aber kerzengrad muss sie sein. Aber fleißig, Meister Natz. Keine Kundschaft im Laden? Na, im Augenblick nicht. Hannerl, lass den Buben in Ruhe. Es ist so schon schwer genug mit ihm. Was ich gesagt hab, schief und buckelt. Oh, diese Weibsleute. Drehen's auf, Bub. Grüß dich, Gott, Peter. Grüß Gott, ich hab's eilig. Ich brauche zwei Kim. Kim nimmst? Gleich zwei auf einmal? Nicht solche. Für Dirndl welche. Ein Steckkim meinst? Ja. So, so. Laufst jetzt auch schon hinter die Dirndl her? Wo ist er denn jetzt hin? Ich bin schon fertig mit deiner Geschichte. Darf ich da geschwind Frau Meier und das noch vorlesen? Der Hirselbauer hat einen Weg über die Alm. Wie er rausgeht bei der Tier, schaut ins Gebirge rein, schaut in die Sonne. Du, Alte, sagt er zu seinem Weib, soll ich nicht den Regenschirm mitnehmen? Es ist so schwül. Es wird nicht aushalten heut. Hast recht, meint sie. Aber der Stecken wäre mir zum Gehen bequemer. Wenn's da schön bleibt, ist der Regenschirm ungeschickt. So lass ihn da, sagt sie. Aber wenn's regnet, den ganzen Weg über die Alm kein Dach, da werd ich ja wascheln nass. Zur Fürsorge könnt ihn vielleicht doch mitnehmen, den Schirm. Ja, dann nimm ihn mit. Was ist denn das für eine blöde Geschichte? Da kennt sie ja nirgend aus und für unsere Lebzeitherzen ist sie viel zu lang.
hast mir wenigstens die Käme mitgebracht. Die krieg ich später. Das soll mir gleich denken, dass du dich nicht traust. Das ist nur ja nicht spannend, der Marie, dass du mir was schenkst. Aber dann kannst du deine blöde Geschichte auch in den Hut stecken. Vielleicht gefällt es deiner Marie. Da dreht sich der Hirsel noch mal um und schaut. War doch nicht unmöglich, dass es aushaltet. Da stecken werden wir halt anständiger zum Bergsteigen. Möchtest du da wagen, dass ich da lasse, den Regenschirm? Na, so lassen da, meint sie schon ein wenig grantig. Er schaut wieder ins Gebirg. Aber es kommt was heute, wenn ihn da mitnehmen. Na gut, so nimmern mit. Auf das wird er wütend. Was heißt da, nimmern mit? Lass man da, nimmern mit, lass man da. Das Umziehen einmal so und einmal so, das kann ich was nicht leiden. Dass sie gar so wankelmütig sind, die Weiberleute. Siehst, das ist eine lustige Geschichte. Da kenne ich meinen Peter wieder. Ist doch schon viel zu dunkel zum Nahen. Hat dein Vater schon repariert, die Lampen? Er ist nicht zurechtgekommen damit. Dann probier's hier einmal. Wenn's du meinst. Aber wir zwei brauchen es eigentlich gar nicht so hell. Dann machen wir es dunkler. So wird's hell. Was ist denn beim Haselgruber los? Zumindest wird er nicht brennen. Mein Marie ist ein Lenzhaus. Amerikanisches Licht. Haselgruber, hast du es gekriegt? Ich wollte es nicht. Was machst denn du eigentlich da? Ich hab die Lampen repariert. So. Mir machst du nichts vor. Gott sei Dank sind wir bei unserer nächsten Steher am Fürtalerhof. Die Bäuerin ist 50 und andere Weiberleute gibt's weit und breit keine. Da wirst du ja wohl endlich ein Engel des Schneidern lernen. Hm?